Gut, aber da können wir absolut gar nichts mehr machen, irgendwie. Irgendwas bauen, irgendwas Neues zum Bauen. Nö. Minus 20, was hat's gesagt? Rückwärtsein packt ich für mich gleich, aber ein Floß auf einer Turm, um Toastinsel anzulegen, verlangt noch ein paar weitere Fähigkeiten, die du eindeutig nicht hast, oder dein Floß ist nicht mit dieser Insel kompatibel. Vielleicht findest du einen Weg, dein treues Gefährt besser auszustatten, das nicht in alle Einzelteile zerlegt wird. Wahrscheinlich zerschellt bloß, weil es mit Affenzahn auf einen Felsen zurast. Aha. Hätte ich mal dahin drückt. Problem ist, jetzt müssen wir... Wie? Ja? Wie? Es gibt hier ein... Aber um sie irgendwie... Du musst mir... Vergiss es. Aber Gewalt... Einer, die... Also ist... Vermutlich... Über... Ich... Je... Wahrscheinlich... Ich hab's vergessen. Auch nichts. Irgendwie passt das... Mir geht's gut. Vielleicht soll... Hast du hier einen... Guter Punkt. Verdammt, wie war denn der Scheiß noch schnell? Minus 20 und 3. Das haben wir ja schon gehabt, ne? Und dann waren wir tot. Genau. Wir müssen unbedingt das Floß besser ausstatten, aber wie? Da müssen wir auf jeden Fall anbringen. Das Krokodil sichert mein Floß auf der einen Seite perfekt ab. Das hilft mir nicht. Okay, wir müssen... Ich glaube, wir müssen den Sud da, den wir haben, den da aufblasen. Der stammt von Swingle, aber der hier ist nicht rot. Aber rote Beeren haben wir. Der stammt von Swingle, aber der hier ist nicht rot. Könnte theoretisch funktionieren, aber ich sollte es irgendwie anders versuchen. Gute Idee, aber so nicht. Aber ich weiß, jetzt auf einmal ist mir wieder eingefallen. Ich könnte sie auspressen. Dann haben wir rote Farbe, dann haben wir einen roten Swingle-Suit. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Was können wir damit machen? Komm schon, so. Frisch gepresst ist halb gewonnen.
Ein Nekromant taucht vor einer vollbusigen Blondine auf. Sagt sie, hast du einen hohen Charakterwert in der Hose oder freust du dich, mich zu sehen? Hm. Ja, lustig. So. Neulich habe ich mir einen Escort-Service bestellt, aber die wollten mir gar keinen runterholen, sondern mich dauernd heilen. Die meinte, das sei so, wenn man eine Begleitung bei jetzt einer Party genauso ist. Aus sag wie ich, Swingles Party Anzug. Ist gut. Die Farbe ist gut eingetrocknet. Ja, und jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was war denn jetzt? Jetzt können wir eben. Die beiden Sachen funktionieren. Das lässt sie. Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Was nun? Da. Aha. Was für ein aufgeblasener Typ. Also jetzt gerade nicht. Eher generell. Ich speichere mal ab. Der hat keinen langen Atem. Den müssen wir aufblasen irgendwie. Wo ist der? Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ah, oh ja. Beim Glory Hole. Wir müssen zum Glory Hole. Und tschüss, Sklave, du bist ja schon tot wahrscheinlich. Ja, blast uns denn sicher auf dem Glory Hole. Bitte. Das Ventil des Gummitypen passt genau in das Loch. So, und jetzt können wir auf minus 20 treffen. Mit unserem geilen Schlauchboot. Was eine Gummipuppe vorne haben wird. Rein so. Ästhetisch ist das vielleicht nicht die beste Stoßsicherung, aber solange sie funktioniert. Aber jetzt. Wir leben.
Es hat geklappt. Wir haben die Wellen überlebt. Ich füge die Insel der Navigations-App hinzu. Larry, was diesen Schifffriedhof angeht, habe ich noch etwas aus dem Dossier. Ja? Captain Muffington hat wohl versucht, die Machenschaften dieses Marquis zu unterbinden. Aber riesige Wellen haben sein Schiff, die Unsatisfied, auf ein Riff geschlagen. Das Schiff ist daraufhin gesunken. Mit ihm an Bord. Das heißt, sein Schlüsselstein ist wahrscheinlich mit ihm untergegangen. Hier auf der Insel findest du vielleicht noch weitere Hinweise. Na bumm. Ich bin ja kein Seefahrer, aber der Grund für den Untergang könnten die riesigen Löcher sein. Soll ich es vielleicht wieder ins Wasser schieben? Was für ein Schrott. Nein, ich habe mir abgewöhnt, Schrott zu sammeln. Hier ist ziemlich viel kaputt gegangen. Die sollen lieber in Frieden ruhen. Ich bin kein Postbote. Darauf steht Clitcoin UG, haftungsbeschränkt. Clitcoin. Ein unangenehm aussehendes Vieh. Der macht uns sicher tot. Das scheint der Futternapf des Papageis zu sein. Ich kann Stimmen aus der Höhle hören. Die hat schon lange ihren letzten Schuss abgefeuert. Ich lasse sogar die Finger von Waffen, die eindeutig nicht mehr funktionieren. Vielleicht können wir da was reinstecken. Warte mal, der will sicher da... Das ist gut, so wie es ist. Ja, wieder nicht, okay. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Eher nicht. Platz, Polly! Ah, nicht Polly! Nicht Polly! Ja, ich weiß. Du bist nicht Polly. Das haben wir doch ausdiskutiert. Der lässt mich wohl nicht einfach so vorbei. Nicht mein Fetisch. Ich hab keinen Keks für dich. Keks! 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 Genau, hab ich nicht. Nicht! 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 Du bekommst keinen Keks! Wenn irgendwer versucht, sich Zutritt zu verschaffen, kannst du den fressen. Das muss für heute reichen. Reichen! 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 Der lässt mich wohl nicht einfach so vorbei. Vögel hier nicht so rum, du Federvieh! 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 Selber! Der ist so schlagfertig wie du. Ruhe da draußen! Wir müssen uns hier konzentrieren. Die Revolution des internationalen Finanzsystems darf nicht gestört werden. Der lässt mich wohl nicht einfach so vorbei. Wahrscheinlich beißt mir das Vieh in die Finger, wenn ich den nehme. Wahrscheinlich beißt... Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Ich glaube, das frisst er nicht. Ich glaube nicht, dass er das braucht. Das ist keine gute Idee. Das würde ihm nicht gefallen. Das Federvieh hackt mir die Augen aus, wenn ich vorbeigehe. Das Federvieh hackt. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ja, aber warum? Das ist gut so, wie es ist. Konfigur. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so.
Du sollst auf die Config gehen. Das ist gut. Okay, da fahr jetzt einfach hin. Was passiert, wenn wir da einfach so hinfahren? Sind wir dann tot? Larry, über diese Insel hat Swingle auch einige interessante Informationen gesammelt. Ich bin gespannt. Auf Gofuku Island gibt es Spuren einer untergegangenen Zivilisation. Swingle hat vermutet, dass sich diese Höhle des kosmischen Wissens hier irgendwo befindet. Gut zu wissen. Allerdings ist das wohl auch die Insel mit den Todesfallen, die von einer alten Zivilisation stammen. Oh. Oh. Super. Wurscht, ich würde sagen, wir haben heute genug gemacht. Morgen schreit die Arbeit wieder. Und ich würde auch sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüss.